Diesen Rundgang. Es freut mich, dass Sie alle gekommen sind, die Vertreterinnen und Vertreter der Presse, die Fotografinnen und Fotografen, die schreibende Zunft und natürlich auch das Fernsehen, das Radio. Ein herzliches Grüß Gott. Und es freut mich auch ganz besonders, dass die Kapelle Kaiserschmarrn uns heute begleitet, die übermorgen im Herzkasperlzelt auftritt. Ein herzliches Grüß Gott. Wir freuen uns alle auf die diesjährige Wiesn. Und ich finde es auch richtig, dass das normale Leben in unserer Stadt und insbesondere dieses größte Volksfest der Welt normal weitergeht. Aber lassen Sie mich das gleich am Anfang ganz kurz sagen, wir blenden natürlich nicht aus, was um uns herum passiert. Und wir blenden natürlich auch nicht die existenzielle Not derer aus, die zu uns kommen. Und deshalb haben wir uns auch, nachdem es einige Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern gab, einige Anregungen entschlossen, dass wir heute hier auf ein Spendenkonto der Stadt München verweisen möchten. Das dort eingegangene Geld wird verwendet, um Flüchtlingen hier in München zu helfen. Und wer möchte, wer einen Beitrag dazu leisten will, gerade in Anbetracht eben auch dieses schönen Festes, der ist herzlich dazu aufgefordert. Aber München wird auch dieses Jahr auf der Wiesn Gastfreundschaft, Geselligkeit und Lebensfreude demonstrieren. Beides schließt sich nicht aus nach meiner festen Überzeugung, ganz im Gegenteil, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Tatsache, dass der Oberbürgermeister heute nicht da ist, ist auch dem Umstand geschuldet, dass er aufgrund der aktuellen Lage nicht kommen kann und nur diesem. Insofern freue ich mich jetzt, dass wir jetzt loslegen können und wünsche Ihnen und uns gemeinsam einen schönen und interessanten Wiesnrundgang. Das Wetter passt ja. Jetzt darf ich Herrn Donald Ganselmeier zu mir bitten. Wir sind das Original-Motodrom von 1928 ist die älteste noch reisende Steilwand der Welt. 2005 begeisterte der weltbekannte Steilwandartist Hugo Dabbert das Münchner Publikum mit seiner Show im Kessel. 2012 übergab der Altmeister das Geschäft an die nächste Steilwandgeneration, Thomas Ottel, der auch hier steht, und Donald Ganselmeier. Herr Ganselmeier, wie kamen Sie eigentlich dazu, ausgerechnet Steilwandfahrer zu werden? Ich habe das als Bub, als Kind, in 6 Jahren in Landshut auf der Bartolometto das erste Mal gesehen. Das muss damals die fünfte und bekannte Kitty gewesen sein, im Bahne der Motoren. Und dann wollte ich immer Steilwandfahrer werden. Und mit 20 habe ich dann in England angefangen. Respekt. Was für Maschinen werden denn da gefahren? Für die Akrobatik und also hauptsächlich in der Show haben wir die alten Indians, so wie es da stehen. Die sind Ende der 20er Jahre, also wir fahren 28, 29 und 30er Baujahre. Das sind 600 und 750 Kubik Motoren und zeichnen sich hervorragend dafür aus, dass der Schwerpunkt vom ganzen Motorrad liegt unterhalb der Narbe. Und deshalb sind es bei allen Steilwandfahrern sehr begehrt zum Akrobatikfahren. Wir haben schon gesagt, 1928, das älteste noch reisende derartige Geschäft. Ist alles noch original 1928? Ja, leider jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt vor der Wiesn noch einen neuen Kessel. Also die Tonne selber haben wir neu bauen müssen, weil der alte, der war zu marode. Da hast du nach 10 Vorstellungen hast dann Ibuprofen essen müssen, weil es das Kreuz nicht mehr mitgemacht hat. Aber wir haben alles nach dem Originalbaubuch nachgebaut. Und somit ist es für mich einfach eine große Restaurierung gewesen. Und wir wollen das ja noch, also ich zumindest 36 Jahre machen, weil der Dabbert, der Heinz Meiners, den kennt ihr ja auch jeder, der hat mit 74 Jahren aufgehört, der Dabbert mit 75 und ich höre mit 76 Jahren auf. Prima, dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich. Ich wünsche Ihnen alles Gute jetzt für die Wiesn und eine glückliche Wiesn wie uns allen. Und freut mich sehr, dass Sie auch dieses Jahr auch wieder dabei sind. Vielen Dank. Hessler, gerade hat die Simulation Encounter
den großen Publikumspreis der Tilburger Kirmes in Holland gewonnen. Im letzten Jahr zur Wiesnpremiere war der Encounter von Pech verfolgt und lief nicht so rund. Was war der Grund und was haben Sie geändert? Erstmal schönen guten Tag, Damen und Herren. Also der Grund war, also dass viele, viele Faktoren zusammengekommen sind und dass Lieferschwierigkeiten von Amerika und auch viele, also es waren viele Faktoren, es war einfach nur Pech, richtiges Pech. Und es hat mir auch unheimlich wehgetan. Und deswegen muss ich auch betonen, München, die Stadt mit Herz. Und dass hier ein riesengroßes Herz von der Stadt München zum Tragen gekommen ist, das habe ich jetzt am eigenen Leib erfahren. Ich muss ehrlich sagen, nach diesem Desaster von letztem Jahr, da habe ich wirklich mit dem Schlimmsten gerechnet. Aber die Stadt München hat mir jetzt nochmal die Chance gegeben, mit dem Encounter mich neu vorzustellen und auch darzubieten. Und dabei möchte ich mich ganz recht herzlich bei allen Entscheidern der Stadt München vom München Oktoberfest ganz recht herzlich bedanken. Und auch mein Herz schlägt sehr groß für München. Ich bin dieses Jahr zum 20. Mal hier. Und ich habe mir da was ausgedacht. Ich möchte da am Eröffnungssamstag, ich schreibe das nicht mit Plakaten hin, sondern Sie, die Presse, können das publizieren, das ist mein Wort. Am Eröffnungssamstag, egal wie viele kommen, jeder, der an die Kasse kommt und sagt, ich war letztes Jahr dabei, hat freien Eintritt. Und das ist meine Entschuldigung an die alles Münchner Publikum, weil es letztes Jahr wirklich vorgekommen ist, dass sich einige Personen beschwert haben. Das hat mir auch sehr weh getan. Ich habe ihnen auch recht gegeben. Ich habe gesagt, mein, das ist jetzt momentan ein Schmarrn. Aber jetzt passt die Geschichte. Und ich möchte Sie recht herzlich einladen, jetzt diese Show zu testen. Wir haben uns auch was einfallen lassen. Der eine möchte stark erschreckt werden, der andere weniger, der eine Herz heftig, der nächste weniger. Also haben wir die Sitze unterschiedlich gemacht. Und es gibt, egal wo Sie sitzen, wenn Sie rauskommen, sagen, ich habe das erlebt, das habe ich ja gar nicht erlebt. Das andere habe ich wieder was anderes erlebt. Also geht auch mal ein Besuch, auch mal zweimal rein. Also da möchte ich Sie recht herzlich einladen, jetzt diese Show anzuschauen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Herr Hessler, ich kann mich auch noch erinnern, letztes Jahr haben Sie immer wieder eine Festleitung vorbeigeschaut, haben Sie im Behördenzentrum immer wieder hoffend, immer wieder abgekämpft, weil Sie wirklich alles dran gesetzt haben, die Dinge in den Griff zu kriegen. Und deshalb freut es mich ganz besonders, dass Sie es jetzt schaffen. Damit es nicht rauskommt. Geh mal rein, wer rein soll, bitte. Schicken Sie uns Hilfe. Hallo? Hallo? Also kenne ich. Oh, Stromausfall. Moment. Moment, das haben wir gleich. Eis! Zwei fix alles wieder im Weg. Jetzt machen die anwendliche Experimente mitten auf der Wiesn. Das ist der für den Was, ey. Das ist der Sicherungskasten. Augenblick noch. Bloß einen Moment. Was ist denn das?
Aggregat aktiviert. Jetzt in die Röhre zurück und eliminieren es. Wir bedanken uns bei Ihnen, dass Sie an unserem Experiment teilgenommen haben. Ja, natürlich, und es war mir so peinlich. Und ich war den ganzen Tag am Geschäft und habe mir das immer wieder angehört. Mittags ging's, wo die Familie drin war, aber abends wieder angetrunken waren, da ging gar nichts mehr. Und was war das? Das war technisch. Wenn Sie sich vorstellen, Sie sitzen da drin und es geht gar nichts. Es läuft nur eine Show ab, aber es ist. Jetzt ist zum Beispiel ein Schulterbügel, der mal so macht, oder mal ein Stößel, der mal so macht. Das hat gar nichts funktioniert. Und jetzt schreien auch die Leute, jetzt haben die da drin, ich habe schon draußen gehört, die haben überhaupt nicht geschrien. Also es ist mir klar, die Presse die ist auch abgeklärt, das gibt es keine Frage. Aber ich sage es Ihnen ehrlich, ich habe das auf meinem Telefon, das mache ich dann immer von hinten, wenn ich. Und wie haben Sie das jetzt hingekriegt, dieses technische Problem? Wenn ich die Leute schreien, da wie blöd. So geht das ab. Das war ein paar Kreuzer. Ja. Was mussten Sie da ändern, dass es jetzt geht? Wir haben unheimlich viel in Eigenarbeit. Wir haben unheimlich Probleme gehabt mit dem Sitzehersteller. Der hat nichts gehalten, was er versprochen hat. Es hat nichts funktioniert. Dann wurde letztes Jahr auch sehr viel verworfen, auch vom TÜV verworfen, weil es einfach gesagt hat, das geht nicht, das ist nicht, funktioniert nicht. Und da habe ich halt das, die ganze Zeit dran rumexperimentiert. Und ich sage es Ihnen ehrlich, ich habe in der vordersten Reihe auf 8 Plätze habe ich einen ganz neuen Effekt. Den habe ich erst vor 10 Tagen war mir ausgedacht und habe nur 8 Plätze damit jetzt fertig heute. Das sind die ganz vorne. Aber ganz vorne links. Aber das ist so ein geiler Effekt. Was ist das denn? Das ist der Berner und so simpel. Das ist der hier im Dunkeln. Oh, das ist brutal. Aber das ist so geil.